Liebe Freundinnen und Freunde, ein ernstes Thema. Heute ist Tag der Beseitigung der internationalen Armut. Und da möchte ich einmal kurz darauf zu sprechen kommen, was wir als Linke politisch dort auf diesem Gebiet unternehmen. Es geht bei dem internationalen Tag zur Bekämpfung der Armut natürlich nicht nur um Armut in unserem Land. Aber ich will hier einmal anfangen. Wir haben natürlich ein ausgewiesenes und ausgereiftes Konzept zur Beseitigung von Armut. Und dazu sind Bestandteile natürlich eine bessere gesetzliche Rentenversicherung, eine umfassende Krankenversicherung, die auch Kostenrisiken wie Brillen und Zahnersatz mit abdeckt, eine Pflegeversicherung, die eine Vollversicherung ist und keine Eigenbeiträge bei den Angehörigen und Versicherten belässt, sodass eine Sozialhilfebedürftigkeit vermieden wird. Wir wollen eine sanktionsfreie Mindestsicherung. Finanziert werden wird das nach unserem Konzept durch ein parallel laufendes Steuerkonzept, das die großen Einkommen deutlich höher besteuert und insbesondere eine Vermögensabgabe für Multimillionäre mit beinhaltet. Aber wir können nicht nur auf Deutschland schauen, das ist unsere politische Ansicht, sondern wir müssen international schauen. Unfaire Handelsverträge mit anderen Ländern führen ebenfalls zu Armut dort. Das heißt, wir haben im Bereich der Außenpolitik eine absolute Verpflichtung, zu fairen Handelsbeziehungen zu kommen, sodass die dortigen Produzenten ihre Produkte gut vermarkten können. Zum Schluss noch ein Satz zu Militärausgaben. Viel Geld wird aus unserer Sicht vollkommen überflüssigerweise in Bewaffnung und Ausrüstung der Streitkräfte gesteckt. Und das ist unser Ansatz. Wir wollen die Bundeswehr auf eine reine Verteidigungsarmee ohne Auslandseinsätze reduzieren. Das würde erheblich Kosten einsparen. In diesem Sinne sollten wir am heutigen Tag, dem Tag der internationalen Bekämpfung von Armut, alle mal drüber nachdenken, was wir jeder für uns durch politisches Handeln dazu beitragen können. Vielen Dank.